Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die SFD2 Box von Snagger. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. SFD2, was so viel heißt wie Snagger fickt Deutschland. Wir haben hier eine schwarze Box mit rotem Hintergrund. Bild und weißer Schrift. Wir lesen hier Ruhrpott Elite präsentiert Snagger SFD2 Limited Deluxe Edition und dann haben wir noch das Logo von Ruhrpott Elite, also das eben das Label, über das das Ganze erschienen ist. Die Box oder das Album aus dem Jahr 2015 sind der lang ersehnte Nachfolger von SFD 1 bzw. nur SFD, also Snagger fickt Deutschland. Dieses kam damals im Jahr 2004. Gut, die Box in schwarz und rot gehalten, wie gesagt. Wir haben hier an der Seite noch Snagger SFD2 zu lesen und Ruhrpott Elite. Rückseite haben wir ein relativ tristes Bild. Sieht so nach Fabriksruine aus, also klassisches Bild für den Ruhrpott. Und eben hier ein großer Schornstein. Haben wir noch hier den Barcode und die Credits. Und auf der linken Seite zieht sich noch ein bisschen dieses rot brennende Gebäude, diese Ruine durch. Oben und unten das Ganze glatt schwarz, denn wir haben es hier mit einem Schuber zu tun. Und die eigentliche Box ist dann ebenfalls wieder in schwarz. Komplett in schwarz. Bis auf die Vorderseite, hier haben wir so zwei kleine Spitzhacken. Und das dürfte wohl ein Stück Kohle, ein Stück Gestein sein. Das ist ja sehr charakteristisch oder bezeichnend für das Gebiet. Also Ruhrgebiet, Kohle etc., Tiefbau, Bergbau. Dann haben wir keine reguläre Klappbox, sondern wir haben hier so einen Deckel zum Aufklappen, der allerdings befestigt ist an der Box. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Das Poster ist hier etwas reingequetscht. Mal schauen, dass wir das ohne gröbere Beschädigungen rausbekommen. Dann haben wir einen Sticker, eine Autogrammkarte, ein USB-Stick und natürlich, wenn wir es rausbekommen, Das Album, das Ganze hier in so einer Pappe, in so einem Einleger, lassen wir mal drin. Und so sieht der Boxdeckel von innen aus, Ruhrpott Elite. Und hier auch nochmal der Webauftritt, ruhrpottelite.com. Gut, wir geben die Box mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, Snagger SFD2 Premium Edition und oben lesen wir auch wieder Ruhrpott Elite präsentiert. Auch hier ist man sich treu geblieben, diesem Schwarz-Rot bzw. Schwarz-Rot-Weiß Design. Wir haben hier Snagger in der Dunkelheit stehen, wie er von rotem Licht, gut möglich, dass das die Rücklichter seines Wagens sind, angeleuchtet wird. Was auch auffällt, super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Hier an der Seite lesen wir, ist relativ klein geschrieben, aber hier oben lesen wir Snagger SFD2. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl. Die beiden dürften die Bonustracks sein, also auf der Standard-CD dann 14 Tracks und diese zwei auf der Premium Edition. Hier wieder Credits und Barcode. Wir haben nur ein Feature und dieses ist zweimal vorhanden, nämlich Fahrt. Auf Track Nummer Summa Cum oder auf Track Nummer 10 und Nummer 14, Summa Cum Laude und für immer. Da ist Fahrt mit dabei. Ansonsten komplett solo Snagger Tracks. Und meine beiden Favoriten des Albums sind einmal der Track Eisbär, das ist in dem Fall Nummer 7, und dann der Track Nummer 10, Summa Cum Laude mit Fahrt. Das sind meine Favoriten. Wir schauen mal hinein. Also, hier haben wir einen Einleger und zwar bezieht sich dieser Einleger auf den USB-Stick. Snagger fickt Deutschland Classic, also das
der erste Teil von Snagger Fick Deutschland aus dem Jahr 2004. 12 Tracks haben wir hier und die Features könnt ihr euch natürlich durchlesen. Dann haben wir hier Merchandise Ruhrpott Elite, alles klar. Und dann kommen wir zum eigentlichen Booklet, weil, wie gesagt, der Einleger bezieht sich wirklich nur auf den USB-Stick, auf die Klassik, auf die SFD1-Version. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier einmal Snagger abgebildet, inklusive der Tracklist, 16 Stück. Dann nochmal die 16 Tracks, die auf der Instrumental-CD sind. Dann haben wir hier Snagger mit dem Rücken zur Wand, also nicht dem Rücken zur Wand, mit dem Rücken zu uns. Und hinter dem Rücken hält er eine kleine, so eine Hacke, so eine Spitzhacke hinter dem Rücken versteckt. Also Ruhrpott durch und durch. Dann haben wir noch weitere Infos, beziehungsweise die Personen, die am Album beteiligt waren, aufgelistet. Und dann hier Snagger mit einer Maske auf der Stirn. Also, und ihr kennt es jetzt nicht genau, ob er da schon eine Waffe in der Hand hält, ist leider echt schwer zu sehen, oder ob das das Lenkrad ist. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würde er entweder gerade von einem Überfall zurückkommen oder als würde er einen solchen planen. Für mich sieht es aus, als wäre er kurz davor, eine Bank oder eine Tanke klar zu machen. Ruhrpott-Elite haben wir hier und auch wieder. Plus die Credits. Machen wir das Booklet mal wieder hinein, inklusive der Tracklist des USB-Sticks. So sieht das Album aus, die CD SFD2 Premium Edition. Und direkt auf der Rückseite haben wir noch die Instrumentals zum Album, genauso wie das Album, nur eben hier mit der Info Premium Instrumentals. Dann haben wir den USB-Stick, auf diesem befindet sich, wie der Name schon vermuten lässt, SFD Classic, also das Tape Snagger Fick Deutschland aus dem Jahr 2004. 12 Tracks haben wir hier drauf. Jetzt würde mich noch interessieren, nein, steht nicht, wie groß der USB-Stick ist, aber ich schätze mal, es wird wirklich so ein regulärer USB-Stick sein, der jetzt nur die Musik beinhaltet, also ich gehe von ein paar hundert MB aus. Dann haben wir eine Autogrammkarte, sieht so aus, Snagger hier in der Dunkelheit, lehnt an einem weißen, müsste ein BMW sein, wenn ich mich nicht täusche, weißen BMW, Snagger hier mit goldener Schrift, oben links im Eck und rechts unten wieder Ruhrpott Elite, Rückseite blank weiß, das Ganze im Hochformat. Dann haben wir einen Sticker in quadratischer Form, ich hoffe, man kann das, ja, vielleicht was Dunkles drunter halten, dass man das lesen kann. Also wir haben hier Snagger Fickt Deutschland, auch hier wieder das Logo mit diesen zwei Spitzhacken, darunter Ruhrpott Elite. Und das Ganze ist ein kreisrunder Sticker zum Auslösen und der ist bis auf dieses Snagger Fickt Deutschland und die Spitzhacken durchsichtig. Das heißt, ihr habt dann wirklich, wenn ihr es auf eine Autoscheibe oder so zum Beispiel macht, wirklich nur das Weiße hier und nicht die Kreisform an sich, da die sehr durchsichtig ist. Dann haben wir ein Poster. Leider etwas beschädigt, da es ja nicht ganz in die Box gepasst hat und deswegen etwas geknickt war, aber ja, verkrafte ich. Also rechts unten wieder Ruhrpott Elite und dann haben wir hier Snagger in dieser ähnlichen Pose wie auch schon im Booklet und hier ist jetzt klar erkennbar die Pistole in seiner Hand. Also, da wird wohl der Überfall oder irgendeine kriminelle Tat geplant. Und was mich besonders freut, wir haben hier rechts oben die Unterschrift von Snagger nochmals, also das Poster auch signiert, nicht nur die Autogrammkarte. Sehr schön. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt. Dieses wie so oft in Schwarz. Wir lesen hier Ruhrpott Elite, Snagger fickt Deutschland, dann die 45 Gladbeck. Dann haben wir hier wieder diese zwei Spitzhacken. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Original Tee in der Größe L. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt
mit dem Aufdruck Ruhrpott Elite Snagger Fick Deutschland. Das Ganze in Rot und Weiß gehalten. Gefällt mir sehr gut von der Farbkombination, Schwarz, Rot und Weiß. Gelungenes Design in meinen Augen. Allerdings, was mich etwas stört, also ich werde jetzt wahrscheinlich eher nicht rumlaufen mit einem T-Shirt, auf dem draufsteht Snagger Fick Deutschland. Da ist mir einfach von der Aussage etwas zu krass ist oder zu unpassend ist. Aber so vom Design her finde ich es echt gelungen, alleine schon wegen der Farbkombination Schwarz, Rot und Weiß. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Hochformat inklusive Unterschrift von Snagger, dieser kreisförmige Sticker, die unterschriebene Autogrammkarte, der USB-Stick mit dem Album Snagger Fick Deutschland aus dem Jahr 2004 und natürlich das Album Snagger Fick Deutschland 2 inklusive Instrumental-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box SFD2 von Snagger. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Snagger unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.